Ein G, sonst nix. Die Ansage vom Theater an der Nieburg in Oberhausen ist klar. Vorstellungen gibt's hier nur noch für Geimpfte. Klingt nach einer harten Entscheidung. Theaterleiter Holger Hagemeyer ist dieser Schritt allerdings nicht schwer gefallen. Weil wir 2G und 3G für totalen Blödsinn halten. Denn die Politik ist nicht bereit, endlich mal klare Kante zu machen. Deswegen machen wir klare Kante und sagen 1G, nur noch Geimpfte, damit wir uns nicht mit allen anderen rumärgern müssen, die sich partout nicht impfen lassen wollen. Für den Theatermann hat die Entscheidung auch eine persönliche Komponente. Er hat selbst eine Corona-Infektion durchgemacht. Ich selber hatte auch Corona bekommen zu einer Zeit, als wir uns alle noch nicht impfen lassen konnten. Und habe also da entsprechend eine schlimme Zeit durchgemacht. Und wir möchten hier im Hause nicht der Grund sein, dass Ungeimpfte auf einmal krank werden. Leer dürfte der Theatersaal aber wegen der 1G-Regel nicht bleiben. Auch wenn das Oberhausener Theater in den sozialen Medien viel Gegenwind bekommt, so seien die Reaktionen im echten Leben durchaus positiv. Die neue Regelung wurde von rund 90% unserer Kunden und Gäste positiv aufgenommen, von 10% allerdings nicht. Die haben zum Teil massiv dagegen gewettert mit Vergleichen, die in keinem Sinn stehen. Insbesondere wird gerne immer das Dritte Reich herangezogen. Und wir haben weder was mit dem Dritten Reich noch sonst wie zu tun. Und Impfen ist ja etwas ganz Normales. Wenn ich nach Indien fliege, muss ich vorher eine ganze Reihe von Impfungen nachweisen, sonst kriege ich nicht mal ein Visum für Indien. Und da ist es auch ganz normal, dass die Inder im Prinzip nur geimpfte Leute reinlassen und denen wirft man auch nicht vor, dass sie irgendwie aus dem Nazi-Bereich stammen. Und deswegen ist dieser Vergleich grundsätzlicher Unsinn. Menschen, die nicht geimpft werden können oder auch Kinder, sind hier weiter willkommen, wenn sie entsprechend getestet sind. Alle anderen brauchen hier jetzt neben den Tickets einen Impfnachweis.